Leute, servus und herzlich willkommen bei Minecraft. Ja, auf vielfachen Wunsch hin wurde sich jetzt tatsächlich Minecraft gewünscht. Kann sein, dass mein Handy gleich noch ein paar Mal quietscht. Da muss ich noch ab und zu mal schreiben. Aber das wird jetzt dann sich bald legen. Wir haben jetzt 20:22 Uhr. Und ja, wir fangen eine neue Welt an. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt da so viele. Ups, da fehlt ein S. Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt so viele wirklich sagen: Ja, mach doch mal Minecraft LP und so weiter. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen es jetzt einfach mal. Cheats lasse ich aus, ich mache große Biome an und wir machen Bonustruhe an. Bauwerke generieren lassen wir natürlich auch an. Wir machen ganz normales LP. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist lizenzfrei. Und ja, damit würde ich sagen, wir starten eine neue Welt. Es wird jetzt am Anfang ein bisschen hacken, weil mein Rechner, ich benutze ja einen Laptop aktuell, das ist nicht der beste momentan. Ich bitte also das ein bisschen zu entschuldigen. Ich habe Minecraft hauptsächlich deswegen vorgeschlagen, weil eben viele mir vorgeschlagen haben, das zu machen. Und aufgrund dieser Tatsache müssen wir erstmal ein bisschen was generieren lassen. Und aufgrund dieser Tatsache habe ich dann halt beschlossen, ja, ich werde jetzt halt doch auch mal Let's Playen. Zuallererst einmal natürlich Faust auf Holz, damit haben wir auch dann direkt unseren ersten Erfolg. Oder auch nicht. Der erste Erfolg ist im Inventar, okay. Dreimal auf Holz schlagen, gibt normalerweise einen Erfolg. Ach, da ist er. Gut. Ja, also ich habe mir gedacht, wir werden ein ganz normales Let's Play machen. Ich werde im Laufe des Let's Plays einen Bauernhof erstellen und ein bisschen was anderes. Ein paar von euch, die mich schon länger mitverfolgen oder meine Let's Plays, also meine ursprünglichen Let's Plays verfolgt haben und so weiter, die wissen natürlich. Haben wir da direkt einen Hof? Nee, ist halt so aus. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die wissen natürlich, wie ich früher schon Minecraft gespielt habe. Aber das ist für die meisten wahrscheinlich von euch schon gar nicht mehr wahr. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen. Die Musik ist momentan noch komplett unsortiert. Ich habe mir noch keine Gedanken dazu gemacht, wie ich die sortiere. Also bitte ich um Entschuldigung, falls das nicht ganz so gut passt. Ich werde die mit der Zeit dann noch sortieren und ich will mir früher oder später sowieso noch ein kleines Mischpult zulegen, auch für diverse andere Sachen. Und dann wird das Ganze auch funktionieren. Okay, das war nicht einmal WhatsApp, das Ding. Ich habe nämlich gerade gepostet auf Sky, auf Facebook, auf Twitter, dass ich eben jetzt gerade aufnehme. Vielleicht werde ich auch früher oder später das eine oder andere Mal einen Zuschauer mit ins Let's Play holen. Mal gucken. Das habe ich mir noch nicht genau überlegt. Ja, Minecraft ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Spiel. Ich habe allerdings eigentlich gar nicht damit gerechnet, damit ein Let's Play zu machen. Da drüben ist schon mal Zuckerrohr, das ist schon mal gut, das holen wir uns mal. Okay, jetzt ruckelt es ein bisschen, weil es jetzt hier die Welt noch nicht komplett generiert hat. So, jetzt ist die Frage, wo wir hingehen. Wir haben hier offensichtlich eine Wüste vor uns, da drüben geht anscheinend das Meer los. Obwohl es hier mehr aussieht wie ein Strand als wie ein Meer. Und ja. Wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht zu sehr gerade. So. Bei dem Lied hier, das jetzt gerade läuft, muss ich immer an Naruto denken. Da gibt's ein Video im Internet.
Ja, wo halt ein Video über Naruto ist, über Naruto seine Eltern und so weiter. Und da sind Szenen reingeschnitten und dazu ist dieses Lied dabei. Finde ich ziemlich interessant. Das ist die ganze Musik, die ich euch übrigens hier mit einspiele, das ist alles Zeug, was man als YouTube-Partner sich auf YouTube legal ziehen kann. Da gibt es extra so einen Bereich für Partner, wo man sich das ziehen kann. Ah, okay. Hier ist sogar noch unsere Bonustruhe. Okay. So, wir nehmen natürlich noch die Truhe mit. Ah, da drüben ist schon etwas, was ich noch gar nicht so oft mitbekommen habe. Es gibt jetzt seit neuestem auch Hasen. Wobei für mich ist das neu, für euch vielleicht noch gar nicht so. Ich weiß nicht, wie lange ihr schon Minecraft spielt oder. Also man muss dazu sagen, ich spiele Minecraft schon seit Ende der Alpha, Anfang der Beta. Also ich spiele das schon sehr lange. Ich habe das auch damals, wie gesagt, schon Let's Play gehabt. Man muss dazu auch sagen, ich weiß gar nicht, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schon Minecraft spielt, würde mich mal interessieren. Und habt ihr euch das noch für 5 Euro gekauft oder habt ihr schon mehr zahlen müssen? Weil ich habe mir damals Minecraft geholt, das war, wie gesagt, Anfang der Beta, Ende der Alpha, Anfang der Beta, irgendwann in dem Bereich war das. Oh, da ist noch mehr Zuckerrohr, sehr schön. Und ja, da ist ziemlich viel damals dabei gewesen. Also ich habe damals für 5 Euro das noch gekauft und das will schon was heißen, weil heutzutage, ich glaube, es kostet irgendwas um die 20, 25 Euro momentan. Ich bin jetzt auf dem neuesten Stand. Ich schaue natürlich nicht drauf, was es kostet, weil ich hab's ja. Ich überlege jetzt gerade, wo wir bauen würden. Ich würde eigentlich gerne am Meer bleiben. Auch weil halt immer genug Wasser vorhanden ist. Oh, da hinten ist ein schöner Wasserfall. Das sieht ja geil aus. Allgemein gefällt es mir hier eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wir suchen mal weiter. Wir finden bestimmt noch einen schöneren Ort. Kann man das mit. Ich weiß gar nicht. Kann man das mit Ding abbauen? Nee, das geht nicht. Okay, dann bauen wir uns schnell eine Steinhacke. Ja, was könnte ich jetzt selber bei Minecraft erzählen? Das ist jetzt halt die Sache, ne, dass ich jetzt halt überhaupt nicht weiß. Ach ja, ich werde bei Minecraft werde ich es anders machen. Bei den meisten Sachen. Da haben wir Glück gehabt, dass wir hier direkt Eisen finden. Ich weiß auch gar nicht, warum das so extrem laggt. Eigentlich dürfte das gar nicht laggen. Das ist ja schließlich Minecraft. Und ich spiele ja noch nicht einmal mit Texture Pack. Mit Texture Pack würde ich es ja noch verstehen. Aber ohne Texture Pack verstehe ich es nicht wirklich, muss ich sagen. Weil so hochauflösend ist die Grafik ja jetzt auch nicht, dass die meinen Rechner so extrem belasten würde. Ach, ich weiß noch, die ganzen ersten Anfänge von Minecraft. Da hat sich so viel getan in der Zwischenzeit. Das ist ja echt heftig. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder das gleiche Problem, was ich bei Minecraft immer habe. Also überlege ich, über was ich labern könnte. Ich muss zugeben, einer der Hauptpunkte, warum ich kein Minecraft gerne spiele, also Let's Play, meine ich damit. Warum ich Minecraft nicht gerne Let's Play, das ist einfach die Tatsache, dass ich gar nicht so viel zu sagen habe, wie es manchmal ausschaut. In den meisten Videos, in denen ich was mache, ja, da ergibt sich das meistens halt von selbst. Da ergibt sich das meistens von selbst mit dem Labern. Und da schneide ich sogar so oft teilweise was raus, das ist heftig. Aber hier, ich weiß nicht. Ich habe mit dem Let's Playen unter anderem eigentlich. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich das Minecraft Let's, ob ich das Let's Playen generell aufgebe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Quatsch, Verzeihung, ich bin jetzt abgelenkt gewesen gerade. Das ist wichtig, da was ich da gerade schreibe. Oder ist es, sagen wir anders, das ist für mich wichtig. Ja, wir könnten auch einfach mal ein bisschen hier innen bleiben. Ja, also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ernsthaft überlegt, mal eine Zeit lang, ob ich aufhöre mit dem Let's Playen, weil teilweise ein Let's Player muss halt wirklich unterhalten und nebenbei spielen und alles. Hoppala. Und das kann ich halt teilweise gar nicht. Also, so multitasking-fähig war ich sowieso noch nie, abgesehen davon. Aber dann halt wirklich noch richtig auch noch unterhalten neben dem Spielen und alles, ist nicht wirklich so mein Ding gewesen. Ich habe auch mit anderen Let's Playern Kontakt, mit größeren und so weiter, aber das
ist halt alles, wie gesagt, nicht ganz so das Optimale. Und ehrlich gesagt, bin ich am Überlegen gewesen, ob das einen Sinn gemacht hätte. Weil wirklich Spaß gemacht hat mir das Let's Play zwar schon, aber man muss halt echt immer bedenken. Ich meine, ihr merkt es jetzt gerade wahrscheinlich schon. Ihr merkt es wahrscheinlich jetzt gerade schon, dass ich jetzt halt wirklich gerade mega auf dem Schlauch stehe und absolut keinen Plan habe, was ich jetzt gerade labern könnte. Das ist halt ein Problem, ja. Das soll den Let's Player eigentlich drauf haben. Das Multitasking-fähig ist zwar nicht wirklich ein Problem für mich. Oh, da drüben sind zwei Endermans. Oh, ich habe kein Schwert, scheiße. Wow, Skelett. Na, wir haben jetzt natürlich nicht aufgepasst. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr aufgepasst, hätte ich mir noch ein... Oh, was ist denn hier los, Alter? Hühner. Hühner for the win. Gut, dann machen wir uns erstmal ein Steinschwert. Dann können wir erstmal die Hühner hier abmurksen. Da haben wir auch gleich ein paar Eier noch mit eingesammelt. Haben wir vielleicht gleich die Möglichkeit, Hilfe. Haben wir vielleicht gleich eine Möglichkeit, uns wieder an Ding zu bauen. Na, jetzt juckt mir die Nase immer in der Aufnahme. So, das ist auch immer so eine Sache. Wenn ihr anfangt, Zombies zu killen, kommen aus allen Richtungen die Zombies angeschissen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich seit irgendeinem Update, das ich damals dann mitbekommen habe. Und ja, jedenfalls gehen die jetzt her und murksen einen da regelrecht nach Strich und Faden ab, sobald man Zombieblut an sich kleben hat, sozusagen. So, unsere erste Nacht ist kein großes Thema. Bisher zumindest. Was zur Hölle war das? Okay, jetzt hat ein Creeper in die Luft gefetzt. Hase. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns ein Creeper in die Luft fetzt. Das war natürlich jetzt dumm von mir. Dafür, dass ich vorhin noch so angegeben habe, dass ich Minecraft schon so lange spiele. Ist das echt eine lahme Aktion. Aber gut, man muss dazu sagen. Ich spiele Minecraft zwar schon sehr lange, aber ich habe es meistens halt immer, also nicht im Creative Mode. Ich habe Minecraft halt meistens einfach so gespielt, einfach so aus Fun und habe deswegen entweder auf einfach oder auf komplett ohne Monster gespielt, weil ich keine Lust hatte, ständig in die Luft zu fliegen wegen irgendwelcher Scheiße. Und warum ich so gedacht habe, das habt ihr ja gerade wahrscheinlich gesehen. So, irgendwo da drüben müsste unser Zeug liegen. Ah. Auf eins kann ich mich jedenfalls verlassen. Meinen Orientierungssinn habe ich nicht verloren. Ich finde es immer lustig, wie sich die meisten Leute immer total verirrt haben und nicht mehr zu ihrem Zeug zurückfinden. Das ist mir zwar auch schon passiert, aber ich sag's mal so. 90% der Fälle finde ich das, was ich will. Hilfe! Hey, eine Kartoffel. So, jetzt sind wir halt mitten in einem Wald. Das ergibt für uns ein bisschen ein Problem. Oh je, da hinten ist eine Hexe. Schauen wir mal, ob wir die Blatt kriegen. Ich überlege jetzt bloß immer noch gerade, wo wir uns unser Haus bauen. Geronimo! Ja, ich spiele sehr selbstzerstörerisch im Moment. Das ist irgendwie so Standard bei mir am Anfang. Ich habe auch die Vermutung, dass hier irgendwo ein Dorf in der Nähe ist, weil der letzte Zombie, der uns angegriffen hat vorhin, das war nämlich so ein Dörfler, der sich in einen Zombie verwandelt hat. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, verwandeln die sich auch, man kann sie A wieder zurückverwandeln, glaube ich, mit einem Braustand und dem richtigen Trank. So. Nehmen wir mal alles mit, was wir kriegen können. Und
weil wenn wir jetzt die scharfe Wolle kriegen, dann können wir uns bei Gelegenheit ein Hütchen bauen. Wie weit sind wir eigentlich in der Folge? Oh, wir sind in der Folge schon drüber. Gut, sind wir in der Folge ziemlich viel rumgelascht. Ich hoffe, wir finden in der nächsten Folge jetzt unseren Platz, wo es weitergeht. Und dann fangen wir in der nächsten Folge an, ein Haus zu bauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drachenlord. Haut rein. Ciao, Leute.